Meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Webinar der Thomas Krenner AG. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Migration von Hyper-V-Hosts nach Windows Server 2022. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, das Interesse war riesengroß. Wir haben über 200 Anmeldungen für dieses Webinar. Mein Name ist Tobias Witter und ich darf Sie heute Morgen herzlich begrüßen. Aber ich darf Sie jetzt auch schon mal einladen, wieder aktiv an diesem Webinar teilzunehmen, und zwar mit Ihren Fragen. Wenn Sie Fragen haben, zwischendurch auch schon während der Keynote, dann schreiben Sie diese in den Chat und schicken Sie sie ab. Und unser Experte wird heute auch zwischendurch auf Ihre Fragen eingehen. Ich denke, unser Speaker ist ganz vielen von uns sehr bekannt, denn es ist Manfred Helber, der Most Valuable Professional von Microsoft. Und ich denke, wir werden ihn jetzt auch mal mit einem kurzen Live-Bild schon mal einschalten und dazu holen. Da ist er. Guten Morgen, Manfred. Ja, guten Morgen, Tobias. Ich freue mich schon. Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich darf noch ganz kurz auch darauf eingehen, was du uns heute so mitgebracht hast, und dann überlasse ich dir gleich hier die virtuelle Bühne im Webinar. Also Manfred wird zunächst mal, wir sehen es hier auch eingeblendet in der Agenda, die Rahmenbedingungen für die Migration von VMs auf Windows Server 2022 abstecken und dann sehr praxisnah unterwegs sein. Das heißt, er hat verschiedene Live-Demos mitgebracht, wo er sich vorrangig auch auf die Migration von VMs von älteren Hyper-V-Hosts auf aktuelle Hyper-V-Installationen konzentriert. Und ich denke, in Kombination mit Ihren Praxisfragen wird das ein tolles Webinar. Manfred, ich sage ganz kurz noch was zum Organisatorischen und dann geht es auch direkt los. Das Webinar dauert heute circa 60 Minuten, inklusive mit Ihren Fragen, auch noch ein bisschen länger, aber ich glaube, das kann uns alle weiterbringen. Dann wird das Webinar wieder aufgezeichnet, Ihnen im Nachgang per E-Mail zur Verfügung gestellt, und all unsere Webinare erscheinen auch immer am selben Tag noch bei YouTube, also da auch gerne mal reinschauen, nochmal nachhören oder weiterleiten. Und am Ende möchten wir Sie natürlich auch nochmal bitten, uns ein kurzes Feedback zu geben. Das dauert nur so 20 Sekunden, wo Sie konstruktive Kritik loswerden können, aber auch Themenvorschläge, was in den nächsten Webinaren bei der Thomas Krenn AG bearbeitet wird. Schön, dass Sie da sind, und jetzt übergebe ich an dich, Manfred. Viel Spaß. Prima, damit sage ich nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Stunde, und wie Tobias gerade schon sagte, Fragen sind natürlich herzlich willkommen. Also Fragen bitte einfach in den Chat stellen, nicht bis zum Schluss warten, bis zu dem Q&A-Teil, sondern unbedingt jederzeit zwischen rein fragen über die Fragen- und Antworten-Funktionalität. Wir werden sicher Zeit haben, auf diese Fragen auch zwischendurch einzugehen. Die Agenda wurde schon vorgestellt, deswegen werde ich gleich loslegen und über die Rahmenbedingungen für die Migration von VMs auf Windows Server 2022 sprechen. Also ein kurzer Theorieteil, und dann geht es in die Praxis hinein, in die umfangreichen Live-Demos, die ich uns vorbereitet habe an dieser Stelle. Ja, der große wichtige Verständnispunkt nochmal, den haben wir aber hier zusammen in einem der Vorgängerwebinare bereits einmal geklärt, ist, dass wir natürlich berücksichtigen müssen, von welchem Betriebssystem kommen wir. Windows Server 2008, 2008 Release 2 sehen wir hier, ist in Rot markiert, weil dort ist der Support bereits beendet. Da gibt es keinen Support mehr. Es sei denn, wir gehören zu einem ganz speziellen Kundenkreis, wo wir sogenannte Extended Security Updates erworben haben. Da könnten wir dann noch bis Januar nächsten Jahres Support haben. Da steht zwar Januar 2023, aber für Windows Server 2008, 2008 Release 2 gibt es ein viertes Jahr Support. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist aber, dass wir Situationen haben, wo wir mit Windows Server 2012 und 2012 Release 2 konfrontiert sind. Und da müssen wir einfach wissen, dass das Supportende im Oktober diesen Jahres ist. Ja, also da müssen wir quasi migrieren. Aber es gibt durchaus auch Windows Server 2016, 2019 Systeme, wo man einfach jetzt schon an eine Migration denkt, um da das nicht in der letzten Minute durchzuführen. Grundsätzlich gilt für Hyper-V wie für alle anderen Technologien auch, dass wir uns überlegen müssen, machen wir ein direktes In-Place-Upgrade, also stellen wir um von der älteren Betriebssystemversion auf die neue und behalten die restlichen Rahmenbedingungen bei.
Oder machen wir eine sogenannte Side-by-Side-Migration, wo wir umziehen auf ein neues System. Für eine virtuelle Maschine glaube ich, dass das In-Place-Upgrade etwas sehr Komfortables ist. Das zeigt sich auch in der Praxis. Für den Hyper-V-Host, wo wir heute ja so ein bisschen den Fokus drauf haben, ist aus meiner Sicht allerdings die Side-by-Side-Migration immer die bessere Variante. Denn der Hyper-V-Host, der stellt uns ja auch die Leistung für unsere virtuellen Maschinen zur Verfügung. Wir nutzen die CPU des Hosts, wir nutzen den Memory, die Speicherkapazität. Und da ist aus meiner Sicht es ratsam, im Rahmen einer solchen Betriebssystemmigration auch die Hardware zu erneuern. Da würdet ihr ja bei der Thomas Krenn AG eben umfangreiches Set von Systemen zur Auswahl haben, von Tower-Servern über Rack-Servern, von Systemen, die wirklich Windows Server ausführen oder vielleicht Azure Stack HCI, was dann unser Thema im nächsten Webinar ist, aus Sicht der Migration. Also da gibt es viele Möglichkeiten, und wie gesagt, meine Empfehlung dort auch die Hardware zu erneuern. Es hat sich da unheimlich viel getan in letzter Zeit, was die CPU Leistung, aber auch Effizienz angeht. Und ganz massiv ist es im Bereich Storage. Da, wenn wir in Zeiten Windows Server 2012, 2012 Release 2 zurückblicken, da war noch eher die klassische Festplatte der Standard. Jetzt sind wir da eher bei SSDs, NVMEs, die natürlich in ganz andere Leistungsdimensionen vorstoßen. Offiziell sagt Microsoft, wir werden aber gleich ein bisschen drüber reden, wie es dann in der Realität ist, aber offiziell sagt Microsoft, ein In-Place-Upgrade für egal welchen Dienst, also muss sowieso erstmal supported sein, aber wird nur von N-2 unterstützt. Also von Windows Server 2019 auf 2022 und von Windows Server 2016 auf 2022. Deswegen stellen wir das In-Place-Upgrade mal ein bisschen nach hinten raus. Ich würde es beim Hyper-V-Host sowieso nicht als die bevorzugte Variante sehen. Wir schauen uns als erstes mal an, wie das aussieht mit der Migration von virtuellen Maschinen über einen Export und Import. Der Export und Import von virtuellen Maschinen hat den großen Vorteil, dass wir sehr weite Grenzen überwinden können. Jetzt habe ich uns für die Live-Demo nochmal einen Windows Server 2012 Release 2 Server mitgebracht. Grundsätzlich wird es gleich so ablaufen, dass wir unseren alten Hyper-V-Host haben. Dort haben wir VMs, die exportieren wir in einen Dateispeicherort. Das kann lokal auf dem alten Hyper-V-Host sein, das kann auf dem neuen Hyper-V-Host sein oder auf einem File-Server. Dann importieren wir von dort aus die VMs und dann können wir die auf dem neuen Host wieder ausführen. Die Frage ist nur, ob das direkt von 2012 Release 2 nach 2022 geht. Denn wenn wir uns mal mein mitgebrachtes Demosystem anschauen, dann ist es so, dass hier, was wir hier gleich sehen, ist mein Windows Server 2012 Release 2 Hyper-V-Host. Und da muss ich mal eine Kleinigkeit hier anpassen. Vielleicht von der Optik versuchen wir das mal so. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Diese virtuelle Maschine, die ich hier ausgewählt habe, wir nehmen mal die erste in der Liste, die VM02. Die hat hier, wie wir unten sehen, eine Virtual Machine Generation 2. Also die hat einen Namen zuerst mal, heißt WS2012A2 HV2-VM02. Dann hat die eine Generation, da wissen Sie ja alle, dass es unter Hyper-V die Generation 1 und 2 gibt. Selbst wenn ich hier eine Generation 1 VM hätte, würde die unter Windows Server 2022 noch supportet. Das kann der, kein Problem. Und dann gibt es, das markiere ich jetzt hier mal in blau, die Version. Und die Version, das ist die sogenannte Konfigurationsversion. Das ist hier die Konfigurationsversion 5, die diese virtuelle Maschine hat. Jetzt schauen wir mal an den Windows Server 2022 Hyper-V-Host ran. Das ist also mein Zielhost. Da möchte ich die Maschine dann hintransportieren. Und ich schaue dort einfach mal in die Liste der VMs rein. Und da sehen wir, wenn ich hier mal so eine Maschine auswähle, also hier die da unten, dann hat die, da wird das an einer anderen Stelle angezeigt, oder ich muss hier unten umschalten auf Summary, diese Maschine auf dem Windows Server 2022 Hyper-V-Host,
Die hat eine Configuration Version 10. Da liegen also 5 Konfigurationsversionen dazwischen. Das müssen wir uns mal angucken, ob das funktioniert, ob der kompatibel ist. Und das kann man sehr schön machen, wenn man eine PowerShell nimmt und dort mal eingibt ein get-vm-host-supported-version. Also zeige mir bitte an, von dem Virtual Machine Host, von dem Hyper-V Host, die unterstützten Konfigurationsversionen. Das macht dieses Kommando. Und dann sehen wir, ungünstig, da ist die Version 5 nicht mehr mit dabei, sondern was wir hier gelistet haben, sind die Versionen 8 bis 10. Die Version 8 ist Windows Server 2016. Dann gab es viel dazwischen, weil wir wissen ja, dass auch ein Windows 10 und Windows 11 Client, der Pro und den Enterprise-Version Hyper-V mitbringen. Dann der Server 2019 war die Konfigurationsversion 9 und der Windows Server 2022, der ist Konfigurationsversion 10. Konfigurationsversion 10 ist der Standard, aber er unterstützt die älteren auch noch zurück bis zur Konfigurationsversion 8. Warum ist das so wichtig? Es hat sich etwas geändert in den Konfigurationsversionen mit der Konfigurationsversion 8 und deswegen ist da auch der Sprung so groß. Also 2012 R2 war ja die Version vor 2016 und da wundert man sich, warum ist das denn von Konfigurationsversion 5 auf 8 hochgesprungen? Jetzt schauen wir hier mal rein in so eine virtuelle Maschinenkonfiguration an dem alten System, an den 2012 R2. Unter VMs, ich gehe hier mal rein in die VM02, in die Virtual Machines, dann ist diese Datei hier meine sogenannte Virtual Machine Configuration. Das heißt, hier kann ich Änderungen in einem XML-File vornehmen. Ich könnte hier also reingehen und könnte sagen, ich möchte hier eine andere virtuelle Festplatte noch mit dran haben. Also hier sehen wir meine Devices, die dort konfiguriert sind und so weiter. Das war eine XML-Datei bis Konfigurationsversion 5. In der Konfigurationsversion 8 und neuer, jetzt gehen wir nochmal auf den 2022er Zielhost, da ist das ein Binär-File. Es hat den kleinen Nachteil, dass ich es nicht mehr editieren kann, aber es hat den Vorteil, dass es viel performanter verarbeitet wird und es hat den Vorteil, dass es viel robuster ist. Also wenn ich jetzt hier mal reingehe in so einen Ordner, Moment, nehmen wir mal die hier, das war eine Konfigurationsversion 10, gehen wir Virtual Machines und da sehe ich hier auch noch Files, aber das sind keine XML-Files mehr, die kann ich nicht mehr direkt editieren. Jetzt muss der das also irgendwie umwandeln und die Frage ist, macht er das überhaupt? Wir probieren es mal aus. Wir nehmen an dem 2012 Release 2 Hyper-V-Host diese virtuelle Maschine und wir exportieren die. Das geht über einen Rechtsklick, Export im Hyper-V-Manager und ich würde dort übrigens auch empfehlen, den Hyper-V-Manager zu nutzen. Ich hatte hier in früheren Webinaren auch schon immer wieder mal das Windows Admin Center vorgestellt. Das Windows Admin Center ist ein tolles Tool. Aber im Bereich Export, Import von VMs, Migration von VMs ist der Hyper-V-Manager immer noch komfortabler und deswegen nutze ich den hier. Der ist ja auch mit den neueren Systemversionen kompatibel. Ich mache hier also einen Export der virtuellen Maschine und zwar exportiere ich auf das Laufwerk Dora. Da habe ich schon einen Ordner Export vorbereitet. Das könnte auch ein USB-Laufwerk sein, das könnte ein Netzlaufwerk sein, das könnte ein Share auf dem Zielserver schon sein. Ich exportiere jetzt hier lokal und das geht rasend schnell, weil wir haben eine Stunde Zeit für das Webinar und ich dachte mir, es ist nicht notwendig, dass wir hier den 4 Terabyte großen File-Server exportieren, sondern es reicht aus, wenn wir die Schritte sehen. Da sehen wir, da ist diese Exportdatei. Ich habe die extra so gebaut, dass wir hier keine Wartezeiten haben für den Export und Import. Jetzt gehen wir an das Zielsystem ran. Das ist mein Windows Server 2022. Möchte ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Es spielt hier übrigens keine Rolle. Mein Quellsystem ist Windows Server 2012 Release 2 Standard. Beim Zielsystem habe ich mich für Data Center entschieden. Das ist bei dieser Side-by-Side-Migration egal. Da kann ich auch so ein Edition-Change durchführen. So, und was ich jetzt hier machen möchte, ich möchte als erstes mal die Daten kopieren. Ich gehe hier also auf den Quellserver. Ich habe den D201-WS2012R2HV2, so heißt er. Da gibt es einen Ordner Export.
Und da gibt es diesen VM-Ordner. Den möchte ich mir hier gerne kopieren. So, ich habe hier im Kontextmenü ausnahmsweise mal kein Copy. Jetzt habe ich ein Copy, da bin ich richtig geklickt. Ich hätte natürlich auch Steuerung C drücken können. Ich kopiere diesen Ordner hier, wo alles drin ist, was mit der VM exportiert wurde. Also je größer die VM ist, umso mehr Volumen ist das natürlich. Da ist alles drin, was dazugehört. Und meine Empfehlung wäre, das jetzt in die richtigen Ordner gleich zu kopieren. Ich gehe in meinen VMs-Ordner und füge das hier ein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Dateien erst im Rahmen der Migration umkopiert werden. Das dauert aber viel, viel länger. Das heißt, das Kopieren über den Explorer oder über einen Robocopy oder was auch immer ihr dort nutzt, ist viel, viel schneller, als wenn ihr das durch den Importassistenten durchführen lasst. So, jetzt gehe ich wieder in meinen Hyper-V-Manager und ich möchte eine virtuelle Maschine importieren. Gehe ich mal auf Weiter. Im ersten Schritt wähle ich aus, wo liegt die denn? Die liegt auf Laufwerk E in dem Ordner VMs. Und das ist die 12R2HV2 VM02. In diesem Ordner ist die drin. Wähle ich aus. Dann sagt er wunderbar, das ist der erste wichtige Schritt. Ich habe eine virtuelle Maschine dort gefunden. Das stimmt. Das ist ein richtiger Exportordner. Da ist alles in Ordnung. Das ist schon mal die erste wichtige Information. So, dann gehe ich auf Weiter. Und jetzt gibt es drei Optionen. Es gibt einmal die Option Register the virtual machine in place, use the existing unique ID. Die virtuelle Maschine, die hat nicht nur einen Namen, sondern die hat hinter dem Namen auch noch eine eindeutige ID. Diese eindeutige ID sollte ich beibehalten, wenn es keinen Grund gibt, die zu ändern, weil zum Beispiel Monitoring-Tools, externe Management-Werkzeuge und so weiter eventuell auf diese ID schauen. Das bedeutet, wenn sich der Name der VM ändert, ist nicht schlimm, ausschlaggebend ist die ID. Umgekehrt, wenn sich die ID ändern würde, dann würde die VM weiterlaufen, da geht nichts kaputt, aber so ein externes Monitoring-Tool würde zum Beispiel denken, oh, das ist eine neue VM. Und dann gäbe es dort einen Bruch in den Aufzeichnungsinformationen. Das wäre nämlich dann die dritte Option, Copy Virtual Machine, Create a New Unique ID. Gesagt, geht nichts kaputt, aber das würde ich nur machen, wenn es zwingend nötig ist. Also wenn es hier zum Beispiel nicht um eine Migration geht, sondern wenn es darum geht, dass ich eine Template-VM, also eine VM, die ich gesysprept habe, mehrfach importieren will, um die für neue Maschinen zu verwenden. Wir wählen also die erste Option. Ich habe die schon in den richtigen Ordner kopiert. Wir können die von dort aus direkt importieren oder registrieren. Jetzt habe ich einmal zu schnell geklickt. Entschuldigung. Import Type haben wir ausgewählt. Da haben wir eine Zusammenfassung. ID soll behalten werden. Sollten die Netzwerke an der Quelle und am Ziel anders heißen, also die virtuellen Switches anders benannt sein, dann ist es so, dass hier noch eine Abfrage dazwischen käme, die sagt, Vorsicht, lieber Admin, da passt was in der Switch-Konfiguration nicht. Sollte angepasst werden, habe ich eine Dropdown-Liste, wo ich das Ganze wählen kann. Geh jetzt mal auf Finish. Maschine wird importiert und jetzt passiert was Interessantes, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben die 2012 R2 VM hier und wir sehen, dass wir jetzt eine Configuration Version 8 haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Die Konfigurationsversionen, die älter sind als Version 8, die werden beim Import an einem Windows Server 2022 Host, der ja, nämlich die Version 5 ja nicht mehr unterstützt zum Beispiel, migriert auf die aktuellste oder auf die älteste noch supportete Version, nämlich hier Version 8. Die werden nicht auf die Version 9 oder die Version 10 hochgehoben. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das zum Vergleich an einem Windows Server 2019 wäre. Ich habe uns hier auch einen Windows Server 2019 als Hyper-V-Host mitgebracht und ich mache auch hier mal ein Get minus VM Host Supported Version. Führe das aus. Und wir werden sehen, oh, der Windows Server 2019, der unterstützt noch die Version 2012 R2, also 5.0. Ja? Das heißt, ich bin hier an einem Server 2019, der hat die Version 9 standardmäßig, der kann aber noch die alte 5.0er Version. Das bedeutet, bei einem Import ist es so, dass
bis Windows Server 2019 sich da gar nichts ändert. Ab Windows Server 2022 wird die Konfigurationsversion einfach auf die Version 8 angehoben. Das heißt nicht, dass die VM kaputt geht. Das heißt auch nicht, dass die neu aktiviert werden muss. Es heißt nur, dass sie jetzt neuere Fähigkeiten hat. Was ich jetzt im Anschluss manuell machen kann, über einen Rechtsklick, könnte ich die Upgrade Configuration Version durchführen, um die auf die Version 10 hochzuheben, auf die neueste Version. Was ganz wichtig ist, dass diese VM jetzt nicht mehr zurück auf ihren alten Host kann. Das ist eigentlich das, was diese Konfigurationsversion bedingt. Wenn die auf 8 hochgehoben ist, dann kann die nicht mehr auf einen Host, der nur die Konfigurationsversion 5 unterstützt. Das muss man einfach wissen. Das heißt, die kann jetzt, so wie sie hier steht, ältestenfalls auf einen Windows Server 2016 noch transportiert werden, über Replika, Live Migration oder Import-Export. Wenn ich die hochhebe, Upgrade Configuration Version und hier Upgrade, dann hat sie die Version 10 und dann kann die nur noch auf 2022er Host laufen oder auf Azure Stack HCI. Die kann jetzt nicht mehr auf einem 2019er oder auf einem 2016er laufen. Es kann also durchaus Sinn machen, dass ich sowas habe wie ich hier in meiner Darstellung bei der Demo VM 21, dass ich einen neueren Host habe, wo es aber eine VM gibt mit einer älteren Konfigurationsversion, weil ich vielleicht weiß, diese VM 21, die soll auf einen Windows Server 2019 noch repliziert werden. Export-Import sehen wir also sehr unkompliziert, sehr gut zu handeln. Eine wichtige Frage stellt sich vielleicht noch, wie ist denn das mit der Kompatibilität? Denn sicher wisst ihr, wenn ihr hier auf die Einstellungen einer virtuellen Maschine geht, dann gibt es unter Prozessor, unter Compatibility so ein kleines Häkchen. Dieses Häkchen bedeutet, dass die virtuelle Maschine im Rahmen einer Live-Migration auf einen Host verschoben werden kann, der eine andere CPU mit einem anderen Feature-Set hat. Diese Kompatibilität ist aber nur erforderlich als Einstellung, wenn wir die CPU im laufenden Betrieb ändern. Das bedeutet, wenn wir einen Export und Import machen, ist die VM ja aus. Die läuft nicht. Und da ist es kein Problem, wenn die ursprünglich auf einem Server lief mit einer alten Intel-CPU und dann läuft auf einem Server mit einer neuen Intel-CPU oder wenn wir sogar den Prozessorhersteller wechseln, gar kein Thema. Also hier geht es um die Frage Live-Migration und nicht um die Frage Import-Export. Ja, das wäre meine Frage. Tobias, gibt es denn zu dem Thema Import-Export schon erste Fragen oder Kommentare oder Wünsche? Auf jeden Fall. Es sind insgesamt drei Fragen eingegangen und ich werde die erste mal vorlesen. Das ist im Grunde auch ein Fallbeispiel. Als Alternative zum Hyper-V-Export oder auch Import könnte man dies auch über die Backup-Lösung, zum Beispiel VM, realisieren. VMs runterfahren, kompletten Sicherungszyklus laufen lassen und neuen Hyper-V einbinden und dann zurückspielen. Wie es sich jedoch mit den Konfigurationsversionen verhält, besonders von älteren, kann ich leider noch nicht zu 100% sagen. Aber bei jüngeren Versionen lässt sich diese ja nach dem Import bzw. Zurückspielen auf die aktuellste Version hochstufen. Spart unter Umständen auch etwas Zeit. Also Backup-Lösungen wie Veeam oder auch die Microsoft-Bordmittel, das Microsoft-Backup ließen sich dazu natürlich verwenden. Die sind nicht dafür gebaut, es ist nicht ursprünglich dafür gedacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Veeam denke, das muss ich zusätzlich lizenzieren. Also da wären zusätzliche Lizenzkosten seitens Veeam da. Deswegen ist Import-Export das perfekte Bordmittel, was keine Extrakosten verursacht. Und bei Import-Export habe ich auch den Vorteil, dass solche Versionshürden eben wunderbar überbrückt werden. Von daher, das empfohlene Tool ist Export und anschließender Import, aber Backup und Restore geht auch gar kein Thema. Und gerade wenn ein Kunde das schon lizenziert hat und einsetzt, ist für ihn es vielleicht einfacher, da seine Backup-Software zu verwenden. Das ist absolut richtig, ja. Dann die zweite.
kann auch die Version der Generation 1 auf 2 angehoben werden? Ah, ich hatte, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gezeigt, die Version, ja, ich hatte hier gezeigt, wie ich an so einem Hyper-V-Host hergehen kann und sagen kann, jetzt habe ich hier meinen neueren Hyper-V-Host. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf den hier, kann ich über einen Rechtsklick die Configuration Version anheben. Und die Frage, die jetzt kommt, die geht aber auf die Generation. Bei der Generation, da gibt es die Generation 1 versus 2. Diese Generation kann nicht einfach angehoben werden, weil die Generation ist quasi die Hardware-Plattform der VM. Das kann man in Hardware vergleichen mit, ich habe ein System mit einem BIOS oder einem Enhanced Firmware Interface. Ich weiß nicht, ob das jemand von den Zuschauern schon mal ausprobiert hat, wenn ich einen Hardware-Server habe. Nehmen wir an, ich habe einen Server von Thomas Krenn AG, der vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ich habe dort eine Betriebssystemfestplatte drin und der hat aber schon Enhanced Firmware Interface. Jetzt kaufe ich mir einen neuen Server bei der Thomas Krenn AG. Dann kann ich einfach die Festplatte oder die SSD oder die NVMe, wenn die noch den gleichen Anschluss hat, umstecken in den neuen Server und der läuft wieder. Da muss ich nichts neu installieren. Das geht bei Windows, das ist super komfortabel, das geht schon relativ lange. Es geht aber nicht, wenn ich von einem System komme mit einem BIOS und dann jetzt auf ein System gehe mit einem Enhanced Firmware Interface, was die modernen Geräte sind. Das ist eine andere Architektur. Da müsste man das Ganze umwandeln. Da gibt es ein MBR to GPT Conversion Tool. Das sind aber sehr viele manuelle Schritte. Das darf man sich nicht so vorstellen wie diesen einen Klick. Das heißt, wenn ich eine Generation 1 VM habe, wäre meine Empfehlung, die unter Windows Server 2022 einfach weiter zu betreiben. Es geht ja weiterhin, da geht nichts kaputt. Und irgendwann mal diese Maschine neu aufzubauen. Wenn das absolut nicht möglich ist und wenn es unbedingt eine Generation 2 sein soll, sollte man nochmal drüber sprechen, ob es so ist, dann müsste man diesen aufwendigen Weg des manuellen Umwandelns gehen, ja. Dankeschön. Wenn ich nur die VHDX-Files auf einen älteren Host kopiere und eine neue VM anlege und auf die VDHX-Files verweise, funktioniert es dann wieder? Der Nachsatz wundert mich etwas. Funktioniert es dann wieder? Es hat ja unser Export und Import auch funktioniert. Wenn das gar nicht auf die Live-Demo bezogen war, sondern auf die Frage, ist es vielleicht eine Alternative, dann würde das gehen. Es ist aber mehr Aufwand, weil wenn ich die virtuelle Maschine neu erstelle, muss ich ja mir angucken, wie war denn die vorher konfiguriert, was hatte die für CPUs, was hatte die für Netzwerk und so weiter. Das war beim Thema Export-Import ja nicht notwendig, aber natürlich könnte ich das alles ja neu erstellen. Was dann allerdings wichtig ist, wenn ich so eine virtuelle Maschine neu erstelle und die alte virtuelle Festplatte anhänge, dann ist es so, dass die Aktivierung erneut erforderlich ist. Dann muss man die virtuelle Maschine neu aktivieren, weil es ja eine neue Hardware ist. Das ist also aus Sicht des Betriebssystems, was in der virtuellen Maschine läuft, ein neuer Rechner, ein neuer virtueller PC. Apropos Hyper-V-Switch oder Netzwerke, wir haben seit der Migration einiger Maschinen vom 2012 Release 2 auf 2019 Host beim Neustart des 2019 Hosts immer etliche Fehlermeldungen mit Failed to Restore Configuration. Hatte auch schon probiert, die MAC-Adressen zu ändern, aber die Meldungen bleiben nach wie vor. Okay, das müsste jetzt ein individueller Fehler sein. Das müsste man sich vielleicht mal angucken. Können wir gerne. Da gibt es ja bei Thomas Krenn Spezialisten, die da gerne bei sowas auch unterstützen. Also das ist kein allgemein bekanntes Problem, was aber ein wichtiges Thema ist, was angesprochen wurde, das Thema der MAC-Adresse. So eine virtuelle Maschine, wenn ich da mal auf die Settings gehe und es ganz kurz zeige, die hat natürlich auch eine virtuelle MAC-Adresse. Diese virtuelle MAC-Adresse, die ist letztendlich, Entschuldigung, das ist jetzt eine mit Hyper-V-Replika, das ist dort nicht gut geeignet. Wir nehmen die, die wir migriert haben. Ich gehe dort in die Settings und gehe dort ins Netzwerk hinein und gehe dort mal auf die Advanced Features. Da sehen wir, es gibt hier eine MAC-Adresse.
Die ist standardmäßig auf Dynamic gestellt. Die wird beim ersten Start der Maschine hier mit einer MAC-Adresse belegt aus einem virtuellen MAC-Adresspool. Und wenn wir jetzt nochmal auf das vorherige Szenario eingehen, man hat als Überlegung für die Migration, man legt eine neue VM an und hängt die virtuellen Festplatten dort an, dann hätten wir auch eine neue MAC-Adresse. Das kann wieder Auswirkungen auf Software-Applikationen haben. Beim Export und Import wird die eigentlich nicht verändert. Also zu der Fehlermeldung, da müssten wir individuell in diesem Szenario mal schauen, wo es da vielleicht klemmt. Ich höre aber aus der Fragestellung raus, es funktioniert schon, man stört sich bloß an den Fehlermeldungen, die im Eventlog stehen. Welchen Vorteil hat die Configuration Version, wenn ich nur den Nachteil habe, dass ich auf ältere Host nicht mehr zurück kann? Also die Konfigurationsversion hat tatsächlich, nach dem, was wir bisher gesehen haben, natürlich für uns den Nachteil, dass ich, wenn die neuer ist, nicht mehr auf ältere Hosts zurückkomme. Die Configuration Version entscheidet allerdings darüber, wie sich diese ganzen Settings-Optionen verhalten. Was kann ich dort nutzen? Wie flexibel sind die Dinge? Wie performant ist vielleicht auch mein virtueller Memory-Prozessor und so weiter? Also man kann sich die Konfigurationsversion so vorstellen, wie ich habe eine neue Hardware-Plattform, die aber die gleiche Architektur hat. Also ich habe von der Thomas Krenn AG physische Server, die haben alle schon Enhanced Firmware Interface, sind also in VM-Denke Generation 2 VMs und trotzdem macht es Sinn, auf die nächste Server-Generation zu gehen, weil die hat performantere CPUs, da hat der Speicher einen höheren Durchsatz, da haben die Datenspeicher, also SSDs oder NVMEs, einen höheren Durchsatz. Gleichzeitig verbraucht das Gerät weniger Energie und so ist das ein bisschen unter Hyper-V. Natürlich sind wir da immer ein Layer weiter oben, weil wir ja oberhalb des Hypervisor-Layers sind, aber trotzdem hat es Auswirkungen auf die Performance, hat es Auswirkungen auf die konfigurierbaren Optionen. Wenn wir da allerdings nichts vermissen, wir sagen, Mensch, mein Hyper-V-Host, die Performance passt. Ich habe hier keine Einstellung, die mir fehlt. Da ist alles da. Ich möchte aber die Kompatibilität zu älteren Hosts aufrechterhalten. Ja, dann bleibe ich doch gerne bei der Version 9 oder 8. Das kann man machen. Wäre es auch möglich, eine neue VM zu definieren und die VHDX-Datei dort anzuhängen? Die Frage hatten wir so ähnlich vorhin schon, da war es ja ein bisschen ausführlicher formuliert, das geht auch, aber da hatte ich schon mal kurz erwähnt, dass dann halt eine neue virtuelle Maschine, die muss dann neu aktiviert werden. Das heißt, das würde ich nicht empfehlen, das wäre nicht mein bevorzugter Weg, aber es wäre schon möglich. Welche Befehlssätze werden bei der Kompatibilitätsmodus für CPUs deaktiviert? Hat das Auswirkungen auf die Performance, zum Beispiel? Ja, das ist eine sehr versierte Frage, sage ich mal an der Stelle, weil natürlich hat da jemand den Schluss draus gezogen, wenn ich hier auf die Einstellungen gehe und dort im Prozessor sage, ich möchte eine Kompatibilität, dann müssen dort Dinge abgeschaltet werden, sonst kann diese Kompatibilität nicht geschaffen werden. Und es gibt von Microsoft, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es gibt von Microsoft eine definierte Liste von Befehlen, die letztendlich notwendig sind, um Hyper-V ausführen zu können. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, wir haben einen Prozessor, der hat dieses Feature-Set an ja, Virtualisierungsfeatures und Hyper-V braucht dieses kleine Feature-Set hier, dann würde Folgendes passieren. Es wird auf dieses kleine Feature-Set, also auf den roten Kasten reduziert. Das heißt, wir gehen ganz viele dieser Virtualisierungsfeatures verloren, was nicht heißt, dass das nicht mehr funktioniert, aber es hat Auswirkungen auf die Leistung, es hat Auswirkungen auf die Performance und deswegen würde man das eigentlich in der Praxis nur machen, wenn man die Notwendigkeit hat, wenn man sagt, ich möchte eine Live-Migration ausführen zwischen Hosts, die unterschiedliche Prozessorversionen haben, dann könnte das Sinn machen. Es gibt Kundenszenarien, wo die Kunden sagen, wir haben das ausprobiert. Bei uns hat diese Kompatibilität nur einen sehr geringen Impact. Wir machen das standardmäßig immer rein. Das kann man machen, aber meine Empfehlung wäre, das wirklich nur zu wählen, wenn Live-Migrationen zwischen Hosts mit unterschiedlichen Prozessoren stattfinden.
Werden die Hyper-V-Integrationsdienste auf dem 2012 Release 2 auf eine aktuellere Version gebracht durch den Umzug auf den Windows-Server 2022? Die Integrationsdienste sind fester Bestandteil des Windows-Betriebssystems. Das ist nicht bei Linux so. Also würden wir eine Linux-VM rüber migrieren, dann müssten wir die Migrationsdienste manuell aktualisieren. Die Integrationsdienste, Entschuldigung, hatte ich mich versprochen. Bei Windows Server, also in meinem Fall war es ja ein Windows Server 2012 Release 2, ist es so, dass die Integrationsdienste durch Windows Update aktualisiert werden. Allerdings, ganz wichtig, nur noch bis Oktober diesen Jahres, weil wir haben ja im Oktober diesen Jahres das Supportende. Also wenn ich das hier gerade nochmal einblende, da also dran denken, wenn ich nach dem Oktober migriere, dann bekomme ich zwar die alten Updates noch, aber es werden mir auch die Integrationsdienste nicht mehr weiter aktualisiert. Also das immer berücksichtigen. Das heißt, auch in der VM das Betriebssystem muss natürlich weiterhin supported sein. Oder ich migriere die VM rüber und muss dann für das Betriebssystem innerhalb der VM noch eine Migration durchführen. Wir haben das Problem, dass das VM keine Snapshots machen kann bei Version 8 VMs auf Server 2022 Hyper-V. Ist das lösbar? Ja, da geht es jetzt wieder um die Backup-Software Veeam. Das ist seitens Microsoft nicht lösbar. Weil wir können auch für eine Generation 8 VM, Entschuldigung, für eine Version 8 VM Checkpoints erstellen. Da müsste man mit dem Hersteller der Software reden. Also das ist ja eine Third-Party-Applikation. Das ist tatsächlich ein, müsste man mit dem Softwarehersteller sprechen, ja. Benötigt die Configuration Version 10 ein bestimmtes Betriebssystem in der VM oder ist es egal, was dort drin läuft? Egal ist das nicht ganz, aber wir reden jetzt ja über die Spanne Windows Server 2012 Release 2 bis Windows Server 2022. Für diese Spanne ist es egal oder spielt es keine Rolle. Grundsätzlich merkt man aber schon, wenn man eine neue virtuelle Maschine anlegt, die Situation, dass es auch bei der ja, Generation schon mal Auswirkungen auf das Betriebssystem hat, weil wenn ich zum Beispiel ein 32-Bit-Betriebssystem einsetzen möchte, dann sehen wir hier, dass wir zwingendermaßen eine Generation 1 VM benötigen. Das geht in der Generation 2 VM nicht. Und mit der Version verhält es sich ähnlich. Es gibt bestimmte Betriebssysteme, wo wir eine Vorgabe haben, eine bestimmte Version einzusetzen. Die Betriebssysteme Windows Server 2012 Release 2 bis 2022 trifft das aber nicht zu. Dann gibt es zu guter Letzt noch einen Tipp von einem Zuhörer an den Fragensteller, der sich auch mit der MAC-Adresse beschäftigt hat. Denn er schreibt, bei dem angesprochenen Problem hat Folgendes geholfen: VM-Netzwerkschnittstellen aus Konfiguration rausnehmen, einmal durchstarten, anschließend VM herunterfahren und Netzwerkschnittstellen neu hinzufügen. Das möchte ich gerne auch noch teilen. Danke auch dafür. Ja, vielen Dank, die Info. Da hatte ein Zuschauer dann schon das gleiche Problem oder Zuhörer das gleiche Problem. Da muss man jetzt natürlich bedenken, das ist ähnlich wie bei dem Neuanlegen der VM. Wir haben eine neue MAC-Adresse im Netzwerk. Das ließe sich aber korrigieren, wenn man die MAC-Adresse vorher dokumentiert. Also wenn ich hier mal hergehe und ich gehe mal an eine Umgebung ran, wo ich eine MAC-Adresse zeigen kann. Also das beschriebene Vorgehen ist super, wenn das so klappt. Und wenn ich hier in die Netzwerkumgebung gehe, in Advanced Features, dann sehe ich ja meine MAC-Adresse. Und ich kann der neuen Netzwerkkarte die alte MAC-Adresse wiedergeben. Vielleicht ist das für das konkrete Szenario gar nicht relevant, aber wenn ich zum Beispiel eine Software habe, die auf die MAC-Adresse schaut bei der Lizenzierung oder Aktivierung, dann könnte das eventuell helfen. Von daher vielen Dank für die Anmerkung. Super. Jetzt kommt doch noch eine Frage rein und zwischendurch kam auch öfters mal ein Dankeschön an dich, Manfred, für die Antworten. Letzte Frage und dann machen wir weiter. Mit welchen VM-Generationen ist es möglich, aus der VM heraus so auf das physische CD-Laufwerk des Hosts zuzugreifen, dass innerhalb der VM auch ein ISO der CD erstellt werden kann?
Der erste Teil des Satzes war jetzt leider ein bisschen abgeschnitten. Da hatte ich nicht ganz Ja. mitbekommen. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Mit welcher WM-Generation ist es möglich, aus der WM heraus so auf das physische CD-Laufwerk des Hosts zuzugreifen? Das ist der erste Teil. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Also, es geht um die Frage, meine virtuelle Maschine, die hat hier ein virtuelles DVD-Laufwerk, ja, und ich möchte dieses virtuelle DVD-Laufwerk aber nicht mit einer ISO-Datei versorgen, sondern ich möchte mit diesem virtuellen DVD-Laufwerk, also ich möchte auf das physische Medium zurückgreifen, was ist im physischen Laufwerk drin liegt. Das würde eine Generation 1 VM erfordern, die das machen kann. Es ist allerdings die Frage, warum das nötig ist. Typischerweise kann ich so ein Medium in eine ISO-Datei umwandeln und kann das dann virtuell bereitstellen. Aber wenn das notwendig ist, müsste ich über eine Generation 1 gehen. Gut. Dann sage Prima. ich nochmal herzlichen Dank für die Antworten, auch für die Fragen natürlich, und wir sehen uns gleich wieder. Genau, dann machen wir nämlich mal weiter mit dem nächsten Themenblock, nämlich der Fragestellung, gibt es vielleicht noch andere Migrationswege? Viele sind jetzt auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern benannt worden mit eventuell einer Backup-Software oder dem Neuerstellen, was alles funktioniert. Export, Import wäre der Weg von Microsoft, der enthalten ist ohne Mehrkosten, der dafür prädestiniert ist, wenn wir unterschiedliche Hyper-V-Versionen überwinden wollen. Ansonsten sind wir da frei und viele Ideen, die genannt worden, würden auch funktionieren mit den von mir erklärten Seiteneffekten eventuell. Manchmal ist es aber ja ganz gut, wenn man was neu erstellt. Also manchmal ist man ja auch an dem Punkt, dass man sagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es jetzt anders machen. Und da ist so eine Migration natürlich auch immer eine gute Gelegenheit. Jetzt haben wir gesehen, ein Export und anschließender Import geht direkt von 2012 Release 2 nach 2022. Dann könnte sich ja vielleicht auch anbieten, dass wir so eine virtuelle Maschine per Live-Migration auf einen neuen Host transportieren. Denn die Live-Migration hätte ja den riesen Vorteil, dass es keine Betriebsunterbrechung gibt. Export-Import ging bei mir sehr schnell. Ich hatte es erklärt, die Maschine ist sehr klein. Aber stellt euch vor, ihr habt einen File-Server mit 4 Terabyte. Dann braucht ihr 4 Terabyte erstmal zum Exportieren. Das braucht ein bisschen. Dann müsst ihr die 4 Terabyte ans Ziel kopieren. Das braucht ein bisschen. Der Import, wenn ihr den so macht, wie ich es gezeigt habe, dann geht das dann letztendlich sehr schnell. Aber die Maschine ist einige Zeit down. Ist einige Zeit nicht erreichbar. Wir müssen also eine Downtime einplanen. Das wäre anders, wenn ich so eine Maschine hier nehme. Nehme mal die VM03 und ich verschiebe die. Eine Live-Migration. Hyper-V kann ohne Mehrkosten eine sogenannte Shared-Nothing-Live-Migration. Ich brauche keine extra Lizenz dafür. Ich kann virtuelle Maschinen von einem Host auf einen anderen Host verschieben, auch wenn die kein gemeinsames Storage haben. Das sind bei mir ganz normale Einzelhosts und ich möchte es hier nochmal zeigen an dem 2012 R2. Das ist eine Standard-Edition. Das ist also nicht die kostenintensivere Data-Center, wo ich aber auch mehr VM-Nutzungsrechte habe. Die Live-Migration ist immer mit drin. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich move meine virtuelle Maschine, und zwar mit allem, was dazugehört, auf den Host, der bei mir heißt D201-HV01. Das ist der mit Windows Server 2022 installiert. Das ist der neue Host. So, jetzt gibt es da verschiedene Auswahloptionen. Ich wähle die erste Option. Ich möchte also alles, was zu dieser Maschine gehört, en bloc verschieben. Und den Folder, den ich auswähle, das ist jetzt schon am Zielhost. Am Zielhost gibt es das Laufwerk E, da gibt es den Ordner VMs, da gibt es die virtuelle Maschine, wenn ich mal kurz auf Details umschalte, die wir vorhin gerade rübergebracht haben, die VM02. Naja. Und ich möchte aber hier jetzt einen Unterordner, das ist immer wichtig, gebt den Unterordner bitte immer an und den muss man manuell reintippen oder vorher erstellen und dann auswählen, denn sonst schmeißt er da alles in den Ordner rein. Hyper-V ist da leider nicht besonders ordentlich. Da müsst ihr durch eure Namenskonventionen und durch das Spezifizieren ein bisschen mithelfen. Also das muss man hier leider eingeben. Dann erstellt er auch sauber einen Unterordner, packt dort alles rein. Wenn er das nicht macht,
blickt dir nach ein paar Live-Migrationen nicht mehr durch, was zu welcher VM gehört. Deswegen das unbedingt immer mit angeben, habe ich gemacht. Dann habe ich nochmal eine Zusammenfassung und dann mache ich Finish. Der hat bisher nichts geschimpft und jetzt sagt er plötzlich, Virtual Machine cannot be moved to the Destination Computer. The hardware on the Destination Computer is not compatible. Jetzt können wir sagen, naja, Manfred, da brauchst du diese Einstellung der Prozessorkompatibilität, die du uns gerade gezeigt hast. Naja, in der Theorie ist das richtig, in der Praxis würde das auch nicht funktionieren. Ja? Und die Maschine ist ja sogar aus, weil ich es schnell haben wollte. Jetzt schauen wir mal, ob diese Maschine vielleicht auf einen Windows Server 2019 verschoben werden kann. Da habe ich nämlich auch einen, der heißt D201-WS2019-HV1, glaube ich. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ja, stimmt nicht ganz. Dann suchen wir ihn so raus. Ich gehe hier auf Advanced. Wir schauen mal, da gibt es einen D201-WS2019-01. Da habe ich das HV vergessen. Das da ist mein Hyper-V-Host. Und wir machen das Gleiche nochmal. Ich gehe hier also auf Browse, sage, ich gehe in den Ordner VMs. So, und ich mache dort wieder einen sauberen Unterordner, WS12R2 HV2-VM03. So soll das sein. Und zack, die Maschine ist weg. Jetzt schauen wir mal an diesen Host hin. Den 2019er. Und schauen in den Hyper-V-Manager rein. Und da sehen wir, die Maschine ist hier da. Und zwar ist die mit der Konfigurationsversion 5 da. Und das ist das Entscheidende. Eine Live-Migration ist bei Microsoft nicht daran gebunden, dass wir die gleiche Hyper-V-Version haben oder die gleiche Server-Version oder ähnliches. Eine Live-Migration ist daran gebunden, dass der Quell-Hyper-V-Host und der Ziel-Hyper-V-Host beide die Konfigurationsversion der VM unterstützen, die live migriert werden soll. Ja? Wenn ich jetzt diese 5er hier hochhebe, dann kann ich die nicht mehr auf den 2012 R2 live rüber migrieren. Umgekehrt könnte ich aber von einem 2012 R2 auch auf 2016 live migrieren. Ich kann von dem 2016er auf den 2022er live migrieren, von dem 2019er auf den 2022er live migrieren. Das heißt, ihr könnt nicht anhand der Hyper-V-Version sagen, es sei denn, ihr kennt alle auswendig, welche Live-Migrationen gehen. Sondern ihr macht ein PowerShell auf, gebt dieses Get VM Host Supported Version an und schaut euch an, welche Versionen werden unterstützt. Und dann wisst ihr, wie breit der Range ist der supporteten Hyper-V-Versionen für die Live-Migration. Gilt übrigens genauso für Hyper-V-Replika. Live-Migration hat ja den Vorteil, dass die virtuelle Maschine komplett ohne Betriebsunterbrechung rüber migriert wird. Hyper-V-Replika hätte ja den Unterschied, dass wir zum Zeitpunkt des Umschaltens eine kurze Unterbrechung haben. Es geht aber immer noch viel, viel schneller als der Export und anschließende Import. Von daher, Export-Import geht quasi fast immer. Live-Migration und Hyper-V-Replika, nur wenn wir hier diese Versionskompatibilität haben. Und deswegen war ja im Titel dieses Abschnitts auch die Info, naja, über einen Zwischenschritt eventuell. Denn wenn ich jetzt auf dem Windows Server 2019 hier bin, auf meinem Hyper-V-Host, dann kann ich ja hergehen und sagen, diese VM, die jetzt Konfigurationsversion 5 ist, die aktualisiere ich von der Konfigurationsversion her auf die Version 9 jetzt in dem Fall. Und dann könnte ich die anschließend live migrieren von diesem Host, also über einen Zwischenschritt, der jetzt stattgefunden hat, auf den D201-HV. 01 hieß er. Möchte ich alles rüber rufen. Und ich gehe aufs Laufwerk E, VMs, spezifiziere meinen Unterordner WS12R2HV2-VM03.
Jetzt bin ich also über den Weg von Windows Server 2012 Release 2 über 2019, anschließendes Anheben der Konfigurationsversion auf 2022 rüber migriert. Ob stimmt, müssen wir uns noch anschauen. Kontrollieren wir hier, ob die Maschine angekommen ist. Werden wir gleich sehen. Die ist natürlich da. Die hat Konfigurationsversion 9. Ja, und falls ich die nochmal auf den Windows Server 2019 rüberschieben will, über Live Migration oder Hyper-V Replica, lasse ich die Konfigurationsversion 9 und ansonsten aktualisiere ich die hier gerne auf 10. Jetzt muss man das abwägen. Wenn ich einen Kunden habe, der eine neue Hardware bekommt und der hat ansonsten keine Infrastruktur, dann ist, glaube ich, das mit dem Export-Import und einem geplanten Wartungsfenster für die Migration ein guter Weg. Wenn ich aber einen Kunden habe, der hat vielleicht noch 2012 Release 2 und der hat auch einen 2019er und jetzt bekommt er einen 2022er Hyper-V-Host, dann könnte das mit der Live-Migration sehr spannend sein, weil es sind zwar vielleicht ein paar Mausklicks mehr, aber das Ganze geht ohne Betriebsunterbrechung. Er kann das im laufenden Betrieb machen, weil er über diesen Zwischenschritt hier geht. Also durchaus eine interessante Option, das vielleicht mal merken. Das hilft, glaube ich, sehr, auch sowas in Zukunft beantworten zu können, weil das geht ja weiter, ja. Also wir bekommen ja auch nach dem Windows Server 2022 wieder eine neue Windows Server Version und da wird sich auch wieder die Frage stellen, was geht denn dort alles? Und jetzt hoffe ich, wenn wir da wieder ein Webinar hier bei der Thomas Krenn AG haben, dass ihr alle wieder zuguckt, aber ihr könnt euch viele Fragen dann vielleicht auch schon selber beantworten, weil ihr einfach mal in diese Supported Configuration Versions reinschaut. In-Place Upgrade vielleicht noch ganz kurz, hatte ich ja erwähnt eingangs, sagt Microsoft, das geht N-2, also das geht von der Version 2019 und 2016. Wir könnten uns mal ganz kurz anschauen, was passiert denn an unserem 2012 Release 2 Hyper-V-Host, wenn ich dort mal einfach hergehe und sage, der braucht noch ganz kurz ein DVD-Laufwerk. Ich mounte dem einfach mal die 2022er Installationsdatei. Das machen wir hier. Gehen wir mal her. 2022 bekommt der in neues DVD-Laufwerk gemountet. Jetzt gehen die VM rein. Und ich ignoriere das einfach mal, dass Microsoft sagt, N-2 ist supported. Ich setze mich also mal über die Aussage von Microsoft hinweg und sage, ich möchte jetzt einfach mal In-Place migrieren. Eine In-Place-Migration läuft ja immer so ab, dass ich das Betriebssystem, was ich migrieren möchte, starte und dort von dem laufenden Betriebssystem aus das Setup der neueren Version ausführe. Würde ich, wie gesagt, für einen Hyper-V-Host nicht empfehlen, egal ob es geht oder nicht geht, weil ich würde da immer in die neue Hardware rein investieren und somit auch eine neue leistungsfähige Umgebung haben. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, ob es ginge. Es könnte ja auch eine Option sein für die virtualisierten Maschinen, also für die Gastbetriebssysteme. Ich nutze ja auf dem System AVMA, das heißt, ich kann hier den Automatic Virtual Machine Activation Key eintragen. Der ist kein Geheimnis, der steht ja public auf der Microsoft-Webseite. Können wir den direkt nehmen. Hier kann ich jetzt keine Edition wechseln. Also ich kann nicht von Core auf GUI gehen oder von GUI auf Core oder von Standard auf Datacenter oder so, sondern ich muss gleiche Edition, gleiche Version und gleiche Sprache haben. Und schauen wir mal, was der hier macht. Und wir werden es jetzt zeitlich nicht schaffen, ist aber auch gar nicht notwendig. Wer schon so mal so ein In-Place-Upgrade durchgeführt hat, weiß, es gibt hier verschiedene Optionen. Nothing wäre die Neuinstallation. Keep Files, Settings und Apps bedeutet, dass nach der Migration alles weiterhin da bleibt. Jetzt ist wichtig, das wird bei mir in der Live-Demo funktionieren. Also wenn wir eine weitere Stunde hätten, könnten wir das durchführen. Das wird ziemlich sicher auch bei euch funktionieren. Es ist aber von Microsoft nicht supported und ich kann euch natürlich auch nicht garantieren, dass es funktioniert. Also ein In-Place-Upgrade von 2012 R2 nach 2022 auf den direkten Weg macht ihr auf eigenes Risiko. Gut, sprechen wir zum Abschluss noch ganz kurz drüber. Was kann ich denn machen, wenn ich von anderen Virtualisierungslösungen komme? Gibt es ganz, ganz viele Third-Party-Tools, keine Frage.
Es gibt aber von Microsoft ein ganz unkompliziertes Tool, das wiederum kostenfrei ist. Das nennt sich Disk to VHD. Das ist ein Sys-Internals-Tool, kann man bei Microsoft herunterladen und das kann ich auf einem physischen Server oder innerhalb einer VM ausführen. Und das Disk to VHD wandelt mir den Inhalt der Maschine in eine VHD oder VHDX um. Man sieht also hier, man könnte auch das VHDX-Format haben, was Standard ist mittlerweile, kann aber auch noch das VHD-Format haben. Wenn ich jetzt von einer anderen Virtualisierungslösung komme, dann könnte ich innerhalb der VM das ausführen. Ich habe da eine VHD, wo das drin ist. Also ich habe nicht mehr die Festplattendatei des Fremdanbieters, sondern ich habe die VHD. Wie gesagt, es gibt ganz viele Third-Party-Tools. Einige davon sind auch kostenfrei, einige sind kostenpflichtig. Auch hier kann ich natürlich wieder Backup-Recovery nutzen, weil das vorhin so eine Idee war. Das heißt, wenn ich eine Backup-Software habe, die sowohl an der Third-Party oder an der Fremdanbieter Hypervisor als auch an Hyper-V arbeitet, kann ich unter dem Fremd-Hypervisor sichern und unter Hyper-V restoren. Gibt es viele Möglichkeiten. Disk to VHD möchte ich einfach mal so mitgeben als unkompliziertes Tool an der Stelle. Wir haben jetzt an der Frage auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für Fragen, die es vermutlich gibt. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf die nächsten Termine. Am 5.7. sprechen wir nämlich über die Migration nach Azure Stack HCI. Wenn jetzt jemand sagt, oh, Azure Stack HCI ist nicht mein Thema, bitte trotzdem unbedingt teilnehmen, weil Microsoft sagt, der Hypervisor der Zukunft ist Azure Stack HCI. Das heißt, Hyper-V gibt es zwar weiterhin, da muss jetzt niemand Angst haben, aber der Fokus liegt bei Microsoft auf Azure Stack HCI. Das heißt, man wird sich damit beschäftigen müssen, lieber früher als später. Gibt es auch als Single Host, also wer Azure Stack HCI mit einem Cluster verbindet, das kann auch ein Single Server sein und es ist ein Betriebssystem, es sind also Dinge anders als bei Hyper-V. Und am 12.07. migrieren wir dann noch File Services und wir sprechen ein bisschen über SQL Server. Da freue ich mich sehr, wenn viele von euch, von Ihnen wieder mit dabei sind. Und ich freue mich jetzt an der Stelle noch auf eine Q&A-Runde mit Fragen von euch. Ja, super. Vielen Dank, Manfred, bis hierhin. Und wir machen direkt weiter mit der Fragerunde. Manfred, ist es ratsam, dynamische VHD auf VHD mit fester Größe umzustellen aus Performancegründen? Beide Typen gibt es. Es gibt die Festplatten mit dynamischer Größe, es gibt die mit fester Größe. Der Fokus liegt bei Microsoft komplett auf den Festplatten mit dynamischer Größe. Der Performance-Unterschied ist je nach Anwendung gar nicht messbar, also er ist minimal, würde ich also im Regelfall nicht tun, ja. Die fertig importierte VM beinhaltet dann Server 2019 bzw. Server 2022 oder wird die 2012 Release 2 VM nur transferiert? Wir haben nur über den Transfer gesprochen. Also wir haben nicht das Betriebssystem innerhalb der VM migriert, weil das Betriebssystem innerhalb der VM ist ein Windows Server mit Version X. Und wir hatten zum Beispiel beim letzten Termin, wo es ja auch eine Aufzeichnung gibt, über die Migration von Domain-Controllern gesprochen. Wenn jetzt in der VM ein Domain-Controller wäre, dann würden wir das genauso migrieren wie im letzten Webinar beschrieben. Wenn es ein File-Server ist, dann würde man das so migrieren wie im übernächsten Webinar beschrieben. Das heißt, das Betriebssystem innerhalb der VM müssen wir natürlich noch umstellen über ein In-Place-Upgrade oder dann vielleicht auch wieder über eine Side-by-Side-Migration. Es ging jetzt also um die Aktualisierung des Hyper-V-Hosts durch Verlagern von VMs. Dann kommt direkt ein Danke für die Erklärung rein. Wir sagen auch Danke für die Fragen und möchten aber auch gerne noch ein bisschen Zeit geben, weitere Fragen hier zu stellen. Manfred, ich würde so lange auch mal Werbung machen für die anstehenden Webinare der Thomas Krenner AG. Danke, dass du das auch schon Gerne. für dich übernommen hast. Denn bereits nächste Woche am 27.06. sind Sie gerne eingeladen, einen IT-Health-Check durchzuführen. Wir erfahren also, wie Sie Ihre IT fit für die Zukunft machen können. Und dort freuen wir uns auf unseren Partner von der Firma Axcom. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich gerne an.
Und ein Webinar im Juli, was aber ganz besonders ist, am 19.07. gestalten Sie dieses Webinar zum Thema Open Sense. Das heißt, wir nehmen jetzt schon Ihre Fragen mit auf und Sie sind im Grunde dann der Gestalter des Webinars Q&A mit der Max IT zum Thema Open Sense am 19.07. Und jetzt kommen drei weitere Kommentare rein. Vielen Dank, Manfred, für die Erklärung. Noch einen schönen Tag und nochmal herzlichen Dank, schreiben unsere Fragenstellerinnen und Fragensteller. Ja, damit würde ich sagen, Manfred, überlasse ich dir zunächst die Bühne für die Verabschiedung und dann übernehme ich nochmal. Dann sage ich auch vielen Dank. Auf Basis der Fragen habe ich den Eindruck, dass das Thema der Domain-Controller-Migration, was wir das letzte Mal hatten, doch viel mehr Bauchschmerzen bereitet als das mit den Hyper-V-Hosts. Da für alle, die es verpasst haben, gerne nochmal in die Aufzeichnung reinschauen. Ich glaube, das haben wir ausführlich erklärt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei den anstehenden Migrationen auf Windows Server 2022. Sag vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich schon auf das nächste Webinar hier bei der Thomas Krenn AG mit euch zusammen. Perfekt. Im Namen der Thomas Krenn AG möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, Manfred. Das war wie immer wunderbar. Das trudelt gerade die ganze Zeit übrigens noch im Chat ein. Also alle sind begeistert und wünschen eine sonnige Woche. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, für die super Fragen. Und wenn Sie Lust haben, sehen wir uns gerne nächste Woche zum nächsten Webinar der Thomas Krenn AG. Ciao.